Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem erneuten Video. Heute haben wir eine Fitness-Challenge extrem für euch. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Peace. Und ich würde sagen, wenn ihr Lust auf mehr Challenges von uns beiden habt, dann lasst jetzt am besten 2 Daumen nach oben da und kommentiert mit Hashtag Challenge jetzt in die Kommentare, Leute. Dann werden in Zukunft auf jeden Fall mehr Challenges folgen. So, Leute, ich habe mir was ganz Spezielles für den Kollegen hier überlegt. Wir haben jetzt hier 12 Disziplinen, die ich hier aufgeschrieben habe. Die ganzen Zettel kommen jetzt hier in den Sack. Einmal schütteln. So, du darfst jetzt 3 Zettel ziehen. Sack. Nummer 1, Leute. Nummer 2. Und der letzte. Nummer 3. Du kannst die ganze Geschichte jetzt hier einfach mal vorlesen. Ja. Was hast du da für Disziplin für uns? Nummer 1. Hochsprung. Seilspringen. Und das letzte. Korbtreffen. Und was damit gemeint ist mit Korbtreffen, das werdet ihr draußen erfahren. So, jetzt darf ich 3 Zettel hier ziehen. Ich mache das Ganze schnell. Im Schnellformat. Erster, jetzt 2 und 3. Ich bin mal gespannt, was ich hier am Start habe. Nerfschießen. Oha! Da freue ich mich echt am meisten drauf, Leute. Da haben wir uns was ganz Cooles überlegt. Aufbau-Battle. Das Ganze bezieht sich hier auf Hanteln auf- und abbauen. Kleine Kurzhanteln. Wer kommt näher ran? Das ist auch geil. Das Ganze bezieht sich auf Boccia-Kugeln. Genau, auf Boccia-Kugeln. Wer das nicht kennt, es gibt eine schwarze Kugel, die schmeißt ihr und ihr müsst dann mit dickeren Kugeln so nah wie möglich drankommen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nach draußen. Piu. Bist du bereit für ein Duell, Luca? Immer, Junge. Wir werden jetzt kämpfen. Ich zerstöre dich! Ja. Wo wir mit beginnen, darfst du jetzt entscheiden. Zieh einfach eine Karte. Okay. Seilspringen. Schnick, schnack, schnuck. Zack. Ich würde sagen, ich beginne mit dem Seilspringen. Wir haben jeweils 3 Versuche. Wer am meisten schafft, also wer in 3 Versuchen am meisten schafft, hat dementsprechend gewonnen. Ich beginne mit meinem ersten Versuch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jetzt gibt es noch die anderen 2 Versuche. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, Leute, 20 war meine Bestleistung und jetzt bist du an der Reihe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das hat sich 27, 28, 29, 30. Okay, du hast jetzt schon mal gewonnen. Möchtest du die anderen Versuche noch antreten oder nicht? Na, brauche ich nicht mehr. Okay, du bist der Gewinner. So, du bist ja der Fußballer. In der anderen Challenge warst du der Fußballer, ich der Bodybuilder. Und so werden wir das Video auch wieder nennen. Egal wer was schreibt. Jeder, der den Fitnesssport betreibt, unseren Körper formt, ins Gym geht, ist ein Bodybuilder. Und jeder, der Fußball spielt, im Verein, ist ein Fußballer. So, Freunde, jetzt kann der Nico die nächste Aktivität aussuchen. Genau, ich ziehe einfach mal den ganz außen hier. Jetzt haben wir, wer kommt näher ran? Da freue ich mich extrem drauf. Unser Startpunkt ist hier. Unser kleines Federballnetzchen hier, das wir uns selbst zusammengebaut haben. Ich würde sagen, jeder kriegt 2 Farben, jeder kriegt 4 Bälle. Wir müssen die schwarze Kugel leider hier platzieren, weil dort hinten sieht man das einfach nicht, weil der Rasen so hoch ist. Hier ist alles abgetreten von unserem Federballspiel, ne, Luca? So, Nico, das ist jetzt Versuch Nummer 1 für dich. Du bist an der Reihe. Ich werde jetzt seine Kugel weghauen. Oh. So, meine letzte Kugel hier am Start. Ich werde mein Bestes geben. So, deine letzte Kugel an der Reihe. Ja, ich will jetzt nichts mehr riskieren, ne? And the winner is John Cena. And his name is John Cena. Was hast du als nächstes für uns? Oh, Nerfschießen. Yes, 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 da freue ich mich drauf, Mann. So, ich habe die ganze Station jetzt für dich aufgebaut. Du hast die Nerf und wir müssen von dort hinten hier diese 3 Flaschen treffen. Wir haben 3 Versuche, 3 Schüsse. Nummer 1, Nummer 2. Auch daneben. Nummer 3. Leider keinen getroffen. Das ist gar nicht so einfach, wie es ausschaut, oder? Okay. Zieh jetzt in die Schlacht. Ich werde dich jetzt zerstören. Das war dein erster. Yeah! So, Leute, mein letzter Versuch. Ich nehme die äußere. Oh, daneben. Ich würde sagen, diese Disziplin, die geht an mich. So Leute, wir haben gerade festgestellt, dass es unfair wäre, dieses Hantel-Aufbau-Battle, weil du einfach nicht diese Kraft hast wie ich. Deswegen haben wir jetzt Torschießen mit reingenommen. Jeder hat 3 Schuss mit diesem Ball hier. Das ist unser Tor. Schnick, schnack, schnuck. Ich darf entscheiden. Ich gehe als erstes ins Tor. Das Ganze wird jetzt hier ein 7 Meter sein. Gib Gas, letzter Versuch. Jetzt bin ich an der Reihe. Der letzte Schuss. Wenn ich jetzt nicht treffe, gibt es einen Golden Goal. Leute, einfach den Pfosten abgeschossen. Ich habe auf jeden Fall eine Gurke im Schuh. Ich hoffe, der geht jetzt rein und ich besiege ihn da oben. So, diese Runde geht an mich und du darfst die nächste Disziplin entscheiden. Was hast du da? Hochsprung. Wir müssen jetzt hier aus dem Stand hochspringen. Wir haben 3 Versuche. Wer jeweils öfters es schafft, hat gewonnen und wir dürfen das Seil nicht berühren. Schnick, schnack, schnuck. Ich würde sagen, ich beginne. So, dein Versuch Nummer 1, Nico. Genau. Ich gebe alles. Zack. Nummer 1. 2, 3. Jetzt bist du dran. Zeig, was du drauf hast. Sauber. Versuch Nummer 2. Perfekt. Und jetzt der letzte. Sehr gut. Unentschieden, mein Freund. So Leute, zu guter Letzt kommt jetzt das Korbwerfen. Genau, wir haben jetzt hier einen Eimer platziert in der Leiter. Wir müssen uns dort hinsetzen und versuchen, diese 3 Bälle dort reinzutreffen. Die Wurfart ist vollkommen egal, Hauptsache du triffst. Ich würde sagen, schnick, schnack, schnuck, wer anfängt. Schnick, schnack, schnuck, ich beginne. Das ist die Disziplin, die entscheidend ist. Oh, der Eimer, der wurde schon mal getroffen. Was sagen Sie dazu? Also ich weiß auch nicht. 100er Prezi ist auf jeden Fall da. Versuch Nummer 1. So Freunde, wir machen jetzt wieder Golden Goal, so wie gerade bei der Fußball-Challenge. Genau, damit wir einen Gewinner haben. Ja. Wir wollen das Ganze hier nicht unentschieden wieder beenden. Deswegen heißt es jetzt, wer als nächstes trifft, der ist der Gewinner, Mann. Der gewinnt. Leute, passt auf. Vielleicht bringt mir Gelb etwas mehr Glück. Oh. Ey, wir sind echt schlecht, Mann. Ich werde euch jetzt versprechen, dass dieser Ball reingeht. Ein bisschen Bizep hier noch am Flexen, Leute. Oh. Das war eine ganz andere Technik. Mann! The winner is... der Fußballer hier. Was sagst du dazu? Vom Fußballer zum Handball gekommen oder was? Ich bin überrascht. Bist jetzt Handballer und kein Fußballer mehr? Sehr gut. So Leute, das war's mit der Challenge. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls der Fall war, lasst einen dicken Daumen nach oben da, einen Kommentar. Bei Fragen auch immer wieder in die Kommentare. Uns hat das echt viel Spaß gemacht. Wir haben uns echt viel Gedanken gemacht, was für Übungen, was für Disziplinen wir hier machen können. Falls ihr neu seid, müsst ihr unbedingt diesen Kanal abonnieren, damit ihr keiner der weiteren Videos verpasst. Wir als jugendliche Army müssen zusammenhalten, wir müssen zusammen nach ganz oben. Hast du zum Abschluss noch etwas zu sagen? Ja, bitte nächstes Mal ein bisschen mehr anstrengen. Große Töne hier von dem kleinen Mann, ne? Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Fußballer vs. Bodybuilder. Peace out.